Mostar, die größte Stadt im Süden Bosnien-Herzegowinas. Der Krieg hat sie in zwei Hälften geteilt. Hier ist Nina Popovic geboren und aufgewachsen. Ich lebe auf der Westseite, arbeite aber im Osten von Mostar. Mein ganzes Leben ziehe ich zwischen Ost und West hin und her. Im westlichen Teil leben die katholischen Kroaten, im östlichen die muslimischen Bosniaken. Matija Krivocic ist 21 und studiert Kommunikationswissenschaften. Täglich überquert er die Brücke, die beide Ufer miteinander verbindet. Wie Nina lehnt er es ab, sich über seine Religion zu definieren. Für mich spielt es keine Rolle, ob ich im alten oder neuen Teil der Stadt unterwegs bin. Die Zweiteilung der Stadt ist in den Köpfen der Älteren sehr viel präsenter als bei den Jüngeren. Für Nina ist diese ethnische Teilung eine Folge des vor 25 Jahren unterzeichneten Dayton-Abkommens. Man kann nicht von einem Friedensabkommen sprechen, wenn Menschen ethnisch getrennt werden. Und Mostar ist ein Symbol für diese Spaltung im Zuge des Dayton-Abkommens. Das bis heute gültige Abkommen ist in der Verfassung verankert und zwingt die Bürger, sich über ihre Nationalität zu definieren, vom Schuleintritt bis hin zum Wahlrecht. Hinter uns befindet sich eines der ältesten Gymnasien. Es ist eine Schule für Bosniaken und Kroaten. Die Bosniaken haben ihren Lehrplan in bosnischer Sprache und die Kroaten haben ihren eigenen in kroatischer Sprache. Zwei Schulen, zwei Postämter, zwei Rathäuser und keinerlei Bereitschaft der beiden nationalistischen Parteien, gemeinsam zu regieren. Einziger kleiner Fortschritt, erstmals seit 2008 haben sie sich endlich auf gemeinsame lokale Wahlen am 20. Dezember geeinigt. Für Matija ein echtes Hoffnungssignal. Überall in der Stadt hängen Plakate von anderen Parteien als von den aktuell regierenden Parteien. Viele junge Gesichter von Leuten, die sich politisch engagieren. Und ich denke, das gibt wichtige neue Impulse für Mostar. Ich würde sogar sagen, für ganz Bosnien-Herzegowina. Der Student wünscht sich, dass viele junge Menschen die Wahl als Gelegenheit wahrnehmen, ihre gemeinsame Zukunft zu gestalten. Und auch Nina hofft, dass nicht wieder die alten nationalistischen Parteien gewinnen und Dayton eines Tages durch eine neue Verfassung für Bosnien-Herzegowina ersetzt wird.